Ein Willkommen hier zurück zu Let's Play Transport Fever. Und ja, heute ist ja der offizielle Release-Tag von Transport Fever. Und dem Anspruch, dementsprechend gibt es jetzt auch das in Anführungsstrichen normale Let's Play auf meinem Kanal. Und ja, genau, so schaut das aus. Ich habe jetzt hier eine mittlere Map erstellt. Und die ist flach gehalten. Wie man sieht, nicht gerade viel bergig. Ja, wir haben hier einen schön durchgehenden Fluss, der eigentlich so ziemlich durch die ganze Map führt. Das passt so. Und ja, wir werden uns jetzt zu Anfang drei Städte raussuchen, die wir verbinden werden. Und da werden wir erstmal eine Eisenbahnlinie aufbauen. Vielleicht nehmen wir hier gleich diese drei. Genau, und dann ja, schauen wir erstmal, dass wir ein bisschen Geld generieren und viele Fahrgäste bekommen. Ja, genau, dann fangen wir einfach mal an. Wir werden hier drei relativ kleine Bahnhöfe bauen für den Anfang. Und ich denke mal, wir werden hier einen Kreuzungspunkt machen. Den werden wir zweigleisig erstellen. Da in etwa. Und dann brauchen wir zwei eingleisige. Ja, ich habe jetzt halt noch nicht Mods drin und so weiter. Da muss ich erst heute mal schauen. Heute ist ja erst der Release-Tag. Das heißt, das mit den Mods und so weiter kommt jetzt dann erst langsam. Und dann muss ich erst mal schauen. Es gibt jetzt auch einen Steam Workshop. Da wurde vorhin schon irgendwas runtergeladen. Allerdings weiß ich nicht was. Und genau, da muss ich dann einfach mal schauen. Und dann, ja, kann ich dann mal schauen, was für Mods gibt und so weiter. Ich möchte dann schon wieder mit vielen Mods spielen, weil es auch in Train Fever so war. Aber ja, erstmal ein bisschen mit den Standardmodellen und dann schauen wir mal. So, wir werden also hier erstmal diese Bahnlinie hier machen, also über diese zwei, drei Städte. Und dann machen wir erstmal ein bisschen Geld hier und dann schauen wir mal. Ich werde jetzt hier in dem Let's Play auch mehr auf Gütersystem und so eingehen. Nicht so wie in Train Fever, da haben wir eigentlich sowas so gut wie nie gemacht. Ich glaube gar nicht eigentlich. Nur privat hatte ich immer mal ein bisschen rumprobiert. So elektrifiziert möchte ich jetzt eigentlich die erste Strecke nicht. Ich vergesse das immer auszustellen. Genau, und dann gehen wir hier einfach rüber und dann hier. Ist einfach eigentlich eh ziemlich flach hier das Ganze. So, jetzt haben wir hier zwei Bahnübergänge. Das ist vielleicht nicht so toll. Könnten wir uns einen sparen. Wenn wir einfach hier rüber gehen. Genau, einfach hier rüber. Und dann hier noch eine Kurve. So, dann können wir das zusammenlegen. Dann wird hier ein Kreuzungspunkt entstehen. In diesem Bahnhof. Wir können jetzt Städte auch komplett umbenennen. Das habe ich nämlich jetzt erst herausgefunden. Wenn wir also auf den Stadtnamen klicken, können wir hier die Stadt umbenennen. Und die nennen wir jetzt einfach mal Bamberg. Einfach nur so. Nein, ich wohne nicht in Bamberg. Aber ja, ich nenne die jetzt einfach mal Bamberg. Und dann müssen wir jetzt hier rüber, genau. Da müssen wir jetzt wieder über eine Straße. Wir werden dann auch ein bisschen auf Schönbau eingehen, nach und nach. So, hier machen wir die Weiche noch vor dem Bahnübergang, würde ich sagen. Oder vielleicht hier ist Depot dann mit hin. Genau, dann muss ich jetzt mal schauen, wie wir das Depot machen könnten. Da habe ich nämlich dann eine Idee. Genau, das passt hier nämlich schön hin. Das machen wir nämlich hier. Und da tricksen wir dann gleich ein bisschen mit den neuen Gleisverbindungen. Gut, ich muss natürlich auch schauen, dass ich die normale reinbringe. So, einmal so verbinden. Und dann einmal so. Jetzt müssen wir das noch so wegbringen und dann hier vorne rein. Ja, dann haben wir nämlich von beiden Gleisen Zugriff ins Depot und das ist schon mal recht gut. Ja, dann geht's weiter. Wir werden diese Fabrik hier umfahren. Und ja, wir müssen sowieso da hoch. Genau, und dann sind wir auch schon am Ziel.
ja, ich habe einfach in der Zeit gemerkt, dass es sinnvoller ist, wenn man drei Bahnhöfe verbindet, wie nur zwei. Warum, weiß ich auch nicht, aber es ist irgendwie so. Ja, die Ausfahrsignale werden wir dann hier hinstellen, ziemlich am Ende. Und hier müssen wir es vor diese Weiche noch stellen, dass es auch als Ausfahrsignal gilt. Jetzt müssen wir uns mal kurz um die Elektrifizierung kümmern, weil die wollte ich ja eigentlich nicht, wie gesagt. Das heißt, wir werden die mal hier, wo die ist, deaktivieren. Also sprich in den drei Bahnhöfen. So, im Depot ist jetzt auch elektrifiziert. Genau, können wir auch deaktivieren. Und dann noch das bisschen Strecke hier. Ah, hier haben wir schon ziemlich viel elektrifiziert gehabt. Habe ich ein bisschen spät gemerkt, aber das ist irgendwie immer eingestellt in Transportfieber. Naja, gut. Wenigstens haben wir jetzt hier dabei einen Prellbock, das passt schon mal. Und dann können wir auch schon mal die Linie erstellen. Ich überlege mir nur noch kurz Namen für diese Städte hier. Diese nehmen wir dann Erlangen. Das hat jetzt nichts mit den realen Städten zu tun. Also das heißt jetzt nicht, dass Bamberg Erlangen eine S-Bahn fahren muss, aber einfach halt so, weil ich die Namen dann lieber mag. Und diese Stadt nennen wir Pegnitz. Genau. Dann machen wir hier die Linie. Also einmal von hier nach hier und hier. Und dann wieder zurück. Ja, die letzte Stadt, glaube ich, ich weiß nicht, brauchen wir die dann nochmal? Ja, ist eigentlich egal. Oder ne, da macht er die Linie gar nicht. Gut, dann weiß er wahrscheinlich schon, wie er fahren muss. Ob jetzt hier richtig gekreuzt wird oder seitenverkehrt, ist eigentlich egal, aber das regeln die Signale schon. Gut, dann kaufen wir erstmal ein paar Züge. Ja, was nehmen wir denn da Schönes am Anfang? Ich denke mal, dieses Mal nehmen wir mal wirklich eine alte Dampflok. Und uralte Wagen. Einfach mal zwei, drei Wagen hier. So, Linie 1 soll die eigentlich nicht heißen. Das benennen wir gleich noch um dann. Und dann brauchen wir noch einen zweiten Zug. Da nehmen wir einfach mal so eine Dampflok. Und drei solche Wagen. Ja, und dabei nehmen wir mal schnell die Linie um, während er hier in den Bahnhof reinfährt. Ich finde das jetzt auch hier schöner, Zugdepot Bamberg. Dann kann man sich das später auch ein bisschen merken. So, das ist jetzt die Zug oder die RE1 jetzt, sagen wir einfach mal. Also Regionallinie 1. So, den anderen Zug müssen wir dann fahren lassen, wenn der wieder hier zurück ist. Ne, beziehungsweise, ja doch, wenn der... Ja, da müssen wir ein bisschen... Ne, eigentlich können wir den gleich rausfahren lassen. Den schnappen wir uns mal, da fahren wir... Na gut, fahren wir später mit, fahren wir jetzt mit dem anderen mit, das passt auch. So, und der soll noch gleich in die andere Richtung fahren. Da kommen wir gleich dann mal mit. Ihr hättet jetzt natürlich auch hier rüber fahren können, aber das weiß halt der Zug jetzt nicht. Darum kann das nicht machen. So, und jetzt wenden wir den einfach. Und dann kann er jetzt ja, in die andere Richtung fahren. So, hier steht jetzt immer noch der alte Stadtname. Ich weiß nicht, ob sich das dann noch ändert. Schauen wir dann mal. Ja, und jetzt geht's hier auf die Strecke raus. Und das schaut auch echt ganz schön aus. Hab mir jetzt auch eine neue Maus gekauft. Einfach, ja, weil ich mal eine neue brauchte. Das war schon lang überflüssig. Da ich mir jetzt eh einen neuen Computer und alles gekauft habe,
ja, halt auch gleich eine neue Maus noch dazu. Erst zwar ein paar Tage später, wie ich gemerkt habe, die andere tut es echt nicht mehr. Weil die ist dann immer noch hängen geblieben und so weiter. Aber jetzt habe ich mir eine mit Kabel zugelegt, so eine Gaming-Maus. Ja, ich finde es mit dem Kabel dann eh besser. Also ich bevorzuge jetzt nicht das Kabel, aber man muss nicht ständig Batterien wechseln und das ist schon mal ein großer Vorteil. Und darum bevorzuge ich doch ein bisschen Kabel. Ja, schauen wir mal, wo sich der andere Zug gerade aufhält. Der ist jetzt schon am Zielbahnhof und dreht schon wieder um. Gut, der ist jetzt auch ein bisschen später losgefahren. Wie nennt er jetzt die Städte hier in der Linie? Okay, der nennt die aber noch nach alten Namen. Haben wir die Linie vorher gemacht? Aber normal müsste doch das mit ändern dann. Naja, vielleicht lassen wir doch die ursprünglichen Namen. Vermeide Probleme am Anfang. Muss man dann mal schauen. Eigentlich wollte ich ja nur das Linienfenster zumachen, aber gut. So, hier ist der andere Zug. Noch 0 Fahrgäste. Gut, es dauert jetzt wieder ein wenig. Und der ist ja noch nicht mal richtig stehen geblieben. Der ist aber jetzt erst am Zielbahnhof, also da ist schon... normalerweise ist es aber ziemlich die gleiche Strecke hier. Naja gut, nee, der hat nicht ganz so weit. Ich muss jetzt nur mal was versuchen, wenn ich jetzt hier die Linie erstelle nochmal. Von hier nach hier, also ne, er nimmt immer noch die alten Namen, also er übernimmt scheinbar die neuen Namen nicht. Okay, das ist ein bisschen schade. Aber okay. Ja, jetzt ist der auch gleich mal am Zielbahnhof. Ne, halt, der ist jetzt schon wieder am Kreuzungsbahnhof, der kommt jetzt erst zurück. Das heißt, er muss jetzt hier eine Weile warten. Dann hat er hier ein bisschen die kürzere Strecke, das ist natürlich jetzt ein Problemchen. Das heißt, er muss hier immer ein bisschen warten. Naja, schauen wir dann mal, wann wir das machen. Ja, das wollte ich eigentlich wissen, ob die Züge immer noch am Signal vorne warten und das tun sie scheinbar. Ich hätte mir gewünscht, dass die, wenn die erkennen, das Signal ist noch rot, dass sie dann am Bahnsteig stehen bleiben. Tun sie leider nicht. Ja gut, kann man jetzt auch nichts machen. Ja, dann warten wir kurz auf den anderen. Kommt er eh schon, wird auch noch keine Fahrgäste, nö. Steigt denn hier schon jemand ein? Nö, leider nicht. Na gut. Wenn die Schranken da vorne zugehen, dann wissen wir, dass er gleich kommt. Und wir warten und wir warten. Naja gut, der ist noch ein bisschen weg, vielleicht beschleunigt man das Ganze mal ein bisschen. Die Schranken gehen immer noch ein bisschen knapp zu. So, dann werde ich hier jetzt mal ein Foto erstellen. Einfach weil es so schön ist. Gut, hier warten die ersten Fahrgäste. Wir werden aber trotzdem zur Unterstützung jetzt hier ein paar Buslinien erstellen. Dabei lassen wir die Eisenbahn einfach mal ein bisschen schnell fahren. Und gut ist, schauen wir mal Busse und dann machen wir hier jetzt mal ein paar Haltestationen. Das heißt, wir fangen hier am Bahnhof an, gehen hier einmal um die Stadt rundum, wie wir das kennen. Vielleicht wird es später mal in größeren Städten dann auch mehr Buslinien geben, das müssen wir mal schauen. So, neue Linie und
diese heißt jetzt Bus oder RE Bus 1, weil es wird ja später auch ja, Fernbusse geben. Darum RE Bus. So, dann geht die Linie hier rundum. Zack, zack, zack. So, und dann machen wir mal schnell noch die zwei anderen Linien, bevor wir dann Busse kaufen. Hier haben wir den Bahnhof hier oben, das heißt, wir gehen hier runter. Die Städte sind jetzt noch relativ klein und übersichtlich. Das ist noch so ein Vorteil jetzt. Gehen hier jetzt mal ein bisschen raus. So, und dann gehen wir hier dann wieder rein. Dazu machen wir hier noch eine kleine Straße. Und nun wird es RE Bus 2. Ich sollte vorher das immer rauslöschen, was schon drin steht. So. Das Lied ist ja irgendwie grausam. Ja, das ist schon besser. So, dann gehen wir einmal hier rundum. Da ist der Zug schon wieder am Dampfen. Schauen wir mal, wo der andere gerade ist. Na gut, der kommt jetzt auch gerade zurück, aber der hier hat immer einen kleinen Vorsprung, wie es ausschaut. Ja, der muss hier immer warten. Ich weiß nicht, wie wir das ein bisschen anders machen könnten, weil es halt nicht so gut, wenn die hier so lange warten. Vielleicht die Kreuzungsstelle noch ein bisschen länger machen. Aber dann hat der eine ja immer mehr Vorteile. Ja gut, lang muss er jetzt eh nicht mehr warten. Naja, schauen wir mal, ob das dann zum Problem wird oder nicht. So, dann haben wir hier die Linie und dann machen wir noch hier die in Pegnitz. Ich weiß, Buslinien machen ist nicht so das Schönste. Mochte ich auch noch nie so wirklich. Auch nicht in Trendfieber. Hat man ja immer gemerkt, wenn das angeschaut hat. Aber ja, muss man halt machen, dass die Leute ein bisschen besser zur Bahn kommen. Was ich jetzt schon lieber mag, ist in Transportfieber, dass man jetzt Fernbuslinien erstellen kann und es sich auch wirtschaftlich lohnt. Genau, so RE Bus 3. Ich hätte mir schon überlegt, ob man vielleicht für alle Buslinien die gleiche Farbe nehmen, aber ich glaube, das ist auch nicht so sinnvoll. Ja, jetzt brauchen wir drei Depots. Busdepots. So, hier haben die schon ein bisschen die Stadt ausgebaut. So wird das Nummer 1. Das Lied klingt ein wenig verzerrt. Dann noch in Bamberg und in. Hab's gerade vergessen. Erlangen, genau. Vielleicht nicht so gut, wenn wir es hier machen, machen wir es da. Ja, und dann kaufen wir jetzt für jede Buslinie 4 Busse. Es sind aber noch nicht so tolle Busse jetzt vorhanden, ist egal. Wir nehmen jetzt einfach mal die blauen hier. So, Buslinie 2 ist es hier. Dann Buslinie 2 müssen wir. Oh, ne, das ist die 1 hier. Genau, 1. Die teilen sich dann auch wieder schön auf hier an den Straßen, das ist recht gut. Und dann machen wir noch die Linie 3. Wo sind wir denn? Hier sind wir. Ja, ich plane wirklich für später, wenn es vielleicht so einen Flixbus oder Fernbus-Mod gibt, wäre echt cool. Dann könnte man da so Flixbus als Fernbus nehmen, das wäre echt nice. So, und jetzt schauen wir mal. Ein paar Leute warten jetzt schon auf die Bahn, aber so viele sind es noch nicht. Jetzt können wir eigentlich momentan nur ein bisschen abwarten, bis es einfach mehr Geld bringt, das Ganze mit der Bahn und so. Und dass es mehr Fahrgäste werden.
Und dazu werden wir jetzt einfach mal hier ja ein paar schnelle Mitfahrten machen. Einfach, dass wir hier schon wirklich eine richtig gute Geldquelle draus bringen und wirklich die Fahrgäste stehen bis zum Überwinken. Und das könnte jetzt auch langsam der Fall werden, weil wir haben jetzt Buslinien. Aber es dauert noch ein bisschen. Ja, wir können ja auch mal so eine Führerstandsmitfahrt machen. Ich weiß, das ist jetzt alles ein bisschen schnell, aber es dauert halt, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit hin und her fahren, im normalen Modus, dann dauert es ewig und das ist nicht so sinnvoll. Also ja, ist auch nicht schlimm, aber ich glaube, es ist dann nicht so spannend, wenn man sich das anschaut. Ja, die Schranken gehen immer noch ein bisschen knapp zu, hatte ich schon gesagt. Ja gut, jetzt dann hat er das mit der Kreuzungsstelle eigentlich recht gut hinbekommen. Das hat sich jetzt gut ausgeglichen, das passt. Und dann fahren wir weiter. Ich hoffe echt, dass die ganzen Mods aus Train Fever kompatibel sein werden für Transport Fever, aber ich weiß da leider immer noch nichts. Aber ja, heute ist ja das Spiel offiziell rausgekommen, das heißt, heute wird es einige Infos geben, denke ich, und vielleicht schon erste Mods. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Schauen wir dann einfach mal in den nächsten Folgen. Ich werde dann natürlich immer die Mods zeigen, die ich neu installiert habe. Gar kein Ding. Habe ich ja in Train Fever immer gemacht. Obwohl ich da schon mehrere hunderte Mods hatte drin am Schluss. Ja, ich muss sagen, ich spiele Train Fever jetzt gar nicht mehr, weil es für mich nicht sinnvoll ist, wenn ich den Nachfolger habe, dass ich dann noch das schlechtere Spiel jetzt sozusagen spiele. Train Fever ist nicht schlecht, aber im Vergleich bietet es halt nicht so viel Funktionen. Ist halt für mich jetzt genauso, wie wenn ich einen S6 und einen S7 zu Hause liegen hätte. Und dann würde ich das S6 von Samsung nutzen, also zum Beispiel jetzt. Wäre halt auch nicht so sinnvoll. Gut, ja. So, jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen warten. Okay, ich glaube, das ist also immer ein bisschen abhängig vom Zug und je nach Richtung und so. Von der Beschleunigung sind die auch ganz okay eigentlich. So, neue Fahrzeuge, Mercedes und dann hier machen wir eine neue Lok, also Bus und Lok. Sehr schön. So, dann schauen wir mal, wie schaut es denn aus geldmäßig. Ganz schlecht. Ja gut, die Züge werden jetzt langsam ein bisschen voll. Also es werden zumindest immer mehr Fahrgäste, es dauert halt alles ein bisschen. Und die Busse haben also meiner Meinung nach noch nie wirklich Geld gebracht. Also die Busse waren eigentlich schon immer mehr im Verlustgeschäft, auch in Train Fever. Aber na gut. Bis jetzt haben wir noch ein bisschen Geld und leihen kann man sich auch was, wenn es ist. Und ich bin ein bisschen müde. Ja. Ja, es wird auch in Kürze ein Video erscheinen von meinem neuen Setup und so weiter, wie das alles aufgebaut ist und so. Wird es vielleicht ein schönes Video geben. Denke ich, da werde ich ein bisschen Schneidarbeit rein investieren. Und heute habe ich eh Zeit den ganzen Tag. Und ja, ich bin zwar nicht so gut drauf und nicht so gut gelaunt aus bestimmten Gründen, aber ja, das ist privat was anderes. Ist also nicht so relevant für die Videos. Genau, was ich noch brauche, ist jetzt ein Popschutz. Popschutz, ja, sollte man hören vielleicht. Ist aber so ziemlich das Einzige, ansonsten habe ich eigentlich alles, was ich brauche jetzt. So, hier warten jetzt ziemlich viele Fahrgäste. Gut, wir können ja auch mal mit so einem Stadtbus eine Runde drehen, das wäre vielleicht eine nette Idee. Ja, langsam werden die Leute schon mehr. Wir können jetzt, wie gesagt, mit so einem Stadtbus mal eine Runde drehen. Da werden wir dann allerdings normale Geschwindigkeit machen. Ich finde es echt schön, wie detailliert jetzt die Städte hier sind und so weiter. Da drüben gehen Bauarbeiter. Also wirklich echt geil gemacht, das Ganze. Es wäre auch cool, wenn es eine Innenansicht geben würde von dem Bus, also wenn man da drin setzen könnte, meine ich.
Also hier ist wirklich viel los in der Stadt. Aber man merkt auch, es gibt so Hauptstraßen, wo viel los ist. Hier ist jetzt eher ein bisschen weniger los. Schon alles ganz schön gemacht. Kann man eigentlich mit Privatautos auch mitfahren, so? Müsste eigentlich auch gehen, ne? Genau, das geht auch. Ja, und jetzt ist er nach Hause gefahren. Toll. Ja, ich denke aber mal, das war's mit der ersten Folge zu Let's Play Transport Fever. Wir sehen uns in einer neuen Folge, die Tage und vielleicht schon morgen, werden wir da mal sehen. Wenn euch das Let's Play gefällt, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Über eure Kommentare und so weiter seid ihr jetzt wieder voll dabei. Und ja, von dem her werde ich jetzt dann, ich denke mal gleich die nächste Folge im Anschluss aufnehmen. Und genau. Von dem her bedanke ich mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal mit diesem schönen Zug hier und ja, Tschüssikowski.